Hallo und willkommen zum Infrastruktur-Review dieser... ihr seid in einer Übersetzung. Das C3-Lingo wird später sagen und erklären, wie sie übersetzt werden und wie sie es macht. Aber ich möchte jetzt anfangen mit dem Netzwerk Operation Center, das sich um das ganze Netzwerk hier gekümmert hat. Einen großen Applaus für das NOC. Okay, alle zusammen. Willkommen zu dem Status der Internetmanufaktur. Ich bin Momo und ich weiß nicht wer, und wir zeigen euch, was wir über das Netzwerk gemacht haben. Natürlich ist das Kongress organisieren immer ein ziemlich großer Aufwand. Wir brauchen 6 Monate Vorplanung. Wir haben am 15. angekommen, haben Fibertag gemacht und am 18. bis morgen alles wieder abbauen mit 20 bis 40 Leuten von der ganzen Welt. Wir löschen alle Geräte, wir löschen jedes Jahr alles, keine Logs verlassen dieses Gebäude, und das wird die nächsten 24 Stunden dauern. Die üblichen Namen, Edge-Kapazität, weil ihr das letzte Mal nicht benutzt habt, haben wir nur 300 Gigabit mitgebracht, aber das war auch gut genug. Wir hatten 100 von HLCom, 100 Gigabit von Deutsche Telekom und 100 vom BKIX. Da haben wir eine 100 Gigabit-Welle von Berlin bekommen. Im Core hatten wir Juniper MX960er, 480er, 204er und in der YOLO-Colo. Von Juniper, alle Hallen wurden mit M200-Gig-Link angeschlossen, und die YOLO-Colo hatte 3x100 Gigabit. Das letzten Jahre haben wir BGP und IGP benutzt, und wir haben RPKE in valide Routen ignoriert, und wir haben BCP38 Ingress-Filtern benutzt, um ein guter Internet-Citizen zu sein, um IP-Adressen-Spoofing zu verhindern. Congress wird größer und größer. Wir haben jetzt 2.500 Tables in den unterschiedlichen Assemblies, aber nur 300 Switcher. Das heißt, wenn ihr ein langes Kabel mitbringen musstet, also wenn ihr irgendwie einen Switcher dabei habt, die 10 Gig Uplink haben, dann könnt ihr sie zu uns, mit uns teilen. Wir hatten wieder Aruba-Zugangskontrolle, wir hatten Zugangsgeräte, wir haben Juniper VMX für den WLAN-Uplink gemacht, wir hatten viele Switche, größtenteils von Juniper, beim Pacisco 290er, some Broadcams und ein bisschen HPE. Es gab ein paar Hoppalas. Wir hatten einen Packet-Loss, und ein paar sind uns davon gegangen zwischen Tag 0 und Tag 2. Da irgendein VMX von Juniper hat sich irgendwie daneben benommen. Wir haben es irgendwann abgedreht. Wir haben zumindest eins davon abgedreht, dann war eine Ruhe. Dann gab es einen Broadcast-Storm. Dass irgendwie eine Pixelflut hat einen Broadcast-Storm gemacht hat, hat die Halle 2 irgendwie zwischen Tag 2 und 3 heruntergenommen. Wir haben sie gefunden, haben Storm Control Filter eingezogen, dann war auch da eine Ruhe. Zum Congress Motor Resource Exhaustion, die Wi-Fi-Controllers kamen an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Da hat eine State Table Exhaustion und abgeschossen. Das haben wir da, und die Wi-Fi Outage. Eine Juniper hat vergessen, dass sie eine Netzwerkkarte hat. Ein Reboot hat das Thema Have you tried turning it off and on again? Das Thema erledigt. Ihr habt Größe mehr Bandbreite verwendet. Danke. Ich will es hier nicht wirklich vorlesen. 44 Gigabit out und 16 Gigabit, aber es ist immer noch 20% zu unserer Uplink-Kapazität. Also, more cyber. In Spitzenzeiten hatten wir rund 11.000 Wi-Fi-Clients, 86% average bei 5 Gigahertz. Das mit I Love the NOC war natürlich der meistgebrauchte, aber wir waren zu 96% ausgelastet.
auf 5,Dingsbums Gigahertz da, aber die 2,4 Gigahertz Wi-Fi ist wahrscheinlich jetzt endgültig abgekragelt worden, zumindest hier bei uns. Unseren Sponsoren danke. Wir würden das hier nicht schaffen, wenn wir das Equipment nicht auf Pump bekämen. Also gebt ihnen hier auch einmal eine Hand und sagt Dankeschön. Und das Network steht nicht nur für Network Operations. Wir haben auch kein No CO2. Wir haben Green Power mit Sustainable. Sustainability ist wichtig für uns. Das ist der einzige Grund, warum wir auch die alten geschissenen HP-Router nehmen, weil auf denen kann man so wunderbar den Käse schneiden. Das ist jetzt eine wilde Schätzung. Wir haben ungefähr 11 Tonnen CO2 hinausgeblasen. Also das haben wir uns ausgerechnet. Und das haben wir offgesettet mit einem Zertifikat von Atmosphäre über 11,3 Tonnen für kompensierte Treibhausgase. Es steht ja da. Und jetzt kommt der Fredericks und wird euch erzählen, wie wir zu all diesen Nummern gekommen sind. Als eine gute Internetmanufaktur monitoren wir das Ganze auch. Ihr kennt wahrscheinlich das Dashboard, das wir überall herumgezeigt haben, das mit Prometheus angetrieben wird. Wir haben Grafana als Teil unseres Ökosystems. Und wenn ihr ein kleines bisschen Nerd seid, dann blättert mal durch unsere Dashboard-Abteilung und schaut, was wir da alles haben. Wir füllen unseren Prometheus mit aus etlichen Quellen. Es hat uns ziemlich gut seine Aufgabe erfüllt, die ganzen Statistiken und Metriken aus den Network-Equipment bekommen. Wir haben von so ziemlich allen Bereichen aus dem Congress-Ökosystem die entsprechenden Daten bekommen, inklusive Colo-Power, inklusive Duschen, Wasserdruck und dergleichen. Alles ist wird mit Netbox konfiguriert. Wir haben viele, viele Dashboards, viele, viele Grafiken. Das hier ist der Public, der allgemein verfügbare. Das ist nur ein kleiner Teil davon. Wenn ihr jetzt weiter runter scrollt auf dem Dashboard, seht ihr viel mehr davon. Aber das gibt, glaube ich, einen ganz guten Eindruck davon, was hier bei uns alles so abgeht. That is mostly because it's a router on a stick and we cannot measure it correctly. Wir haben noch ein internes Dashboard, das uns hauptsächlich für die Build-up-Phase, für die Aufbauphase mit Informationen versorgt und das uns einen ziemlich schnellen Überblick über alle Geräte, die wir hier verteilt haben. Wir haben es noch ein bisschen verbessert. Man kann also relativ schnell sehen, wenn was kaputt ist, dahin laufen, reparieren. Wir haben auch Wetterkarten gebaut. Die sind noch ein bisschen chaotisch, aber so schnell haben wir es nicht hinbekommen, wir haben es nicht besser hinbekommen so schnell, weil die Grafiklibrary, die wir verwenden, das so schnell nicht braucht. Wir werden mal gucken, ob wir das besser in Grafana oder mit etwas anderem Tool hinbekommen. Das ist unser Kernnetz und alle Verbindungen zwischen denen, wie viele Kapazität davon benutzt wird. Rot ist, was jetzt ein bisschen überlastet ist, und grün ist entsprechend besser. Das hier ist die Colo und die komplette Umgebung. Und der Abbau davon fängt direkt jetzt. Also bitte fasst unsere Abteilung nicht an, aber wenn ihr helfen wollt, kommt einfach zu Halle 4 und sprecht uns an. Bitte baut nichts selbst ab, nichts eigenständig ab. Wir haben Leute dafür, wir haben Listen dafür, Checklisten. Kommt einfach zu uns, wenn ihr euch helfen wollt. Und bitte nutzt mehr Bandbreite und kompensiert mehr CO2. Applaus für dieses. Danke für dieses. Bevor ihr das Backbone seid,
Wollt ihr ein Q&A machen für das Backbone? Will irgendeiner was wissen? Ah, da steht jemand. Mikrofon Nummer 1. Wir haben irgendwie BSP-Präfixe. Achso. Wir waren auch in den letzten Jahren good net citizens. Das ist richtig, ja. Wollt ihr noch irgendwas sagen? Die haben ja keine Ahnung, also man kann sie gerne korrigieren. Ja, go ahead. 2,4 GHz ist vorbei. Was passiert mit den ganzen ESP32 und die anderen IoT-Geräten, wenn die hier nächstes Jahr wieder eine Heimat haben? Die werden hier schon ein Zuhause haben, aber das Band ist natürlich schon sehr überweitert und für diese Art von IoT-Clients wird 2,4 GHz nicht wirklich reichen. Nochmal zu den ESP 32, wie findet ihr sie im WLAN, wenn sie verloren gegangen sind? Wir können es einfach nicht. Wir können schauen, welche Access Points sie sind. Dort waren wir noch nie. Also wir können es ungefähr orten. Vielleicht können wir C3NAV mal darüber nachfragen. Vielleicht nächste Mal. Naja. Eine große Runde Applaus für das NOC. Applaus für dieses. Und nächster Punkt. Das POC. Müsst ihr das Klick? Use more bandwidth, friends. Ah, es geht über den Klick. Eure Bühne, Kinder. Dankeschön. Hi, ich bin die Maria. Ich bin Gabin. Wir sind vom Phone Operation Center und wir wollen etwas über die Phone Infrastructure sagen. Wir kamen am Tag minus 6 an und wir hatten eigentlich geplant, am Tag minus 2 die Infrastruktur schon zu haben. Wir kamen an und wir gingen ins NOC. Ja, ja, ist alles da, Internet ist da, ihr könnt anfangen. Ah, ihr könnt gleich einhängen. Ich habe gesagt, ja, great, danke. Danke, NOC, wir waren ganz begeistert. Wir haben uns nicht erwartet, dass es gleich so gut, so schnell funktionieren wird. Wir haben die ersten Antennen raufgetan und haben unser Team-Event dann trotzdem gemacht. Ja, das ist es. Wir haben einen Haufen Dinge gemacht. Wir haben 150 Orga-Decks hergeborgt, haben 51 SIP-Telefone hergegeben, 67 Antennen und eine POC-Party am dritten Tag bis um 7:30 in der Früh. Also es ist eigentlich alles schon. Das, was da noch klebt an der Wand, ist nicht mehr so wichtig. Das ist der Overview mit der Deckabdeckung im ganzen Event. Wir haben also nur die 11.0 hergegeben, damit ihr ungefähr einen Eindruck bekommt, wie wir unsere Antennen aufgestellt haben, dass ihr fast überall erreicht werden könnt, damit ihr auch seht, wie das Tooling ist und wie die und vor allem die nahtlose Übergabe, dass man ein Walkthrough machen kann und dabei nicht den verliert. Ah, es gibt auch Antennen außerhalb des Gebäudes. Was ist denn das? Das ist das Hoteldeck. Das hat die Leute wirklich verwirrt. Wir haben es geschafft, bis zum Hauptbahnhof den Deck durchzurechnen. Da hat mich einer um 4 Uhr früh vom Hauptbahnhof angerufen. Es steht eh da und er war mäßig verwirrt, weil er noch immer mein Deck hat hier geläutet. Jetzt muss ich in der Nacht es auch noch abdrehen. Warum habt ihr das gemacht? Okay. Wir hatten noch Probleme. Wir haben ein neues Feature seit Camp.
deck devices and can assign them to your number before you even arrive and then everything set up and you könnt alles vorher einchecken über Website. Und da gab es einen Token dafür und dann wurde es vom Camp her invalid gesetzt und man musste alles neu machen und es war ein bisschen kompliziert, aber wir haben das hingebogen. Dann gab es ein Batterieproblem. Ihr wisst, die Dinger saufen Batterie wie Teufel. Was können wir tun, haben wir uns nachgedacht. Das ist die Mikrowelle, die ja kann ein bisschen DC Power laden. Da haben wir dann geladen, da waren die Experten dran. Ihr seht das Resultat hier am Bild vor uns. Wir wurden immer wieder gefragt, wie teuer ist das, was gibt ihr? Dann haben wir beschlossen, heuer verschicken wir mal Blanko-Rechnungen, damit ihr mal seht, was es kostet. Und ein paar haben sie sogar bezahlt, aber das meiste sponsert der Club selber. Und Leute haben auch durch Spotty bezahlt. Wir haben so Centteilbeträge verrechnet und die Leute waren recht kreativ im Bezahlen dieser Centbeiträge. Ein bisschen noch statistisches Material. 7473 Extensions. Da wollten wir einen seltsamen Vergleich einfügen. Der steht ja da und das ist uns hoppla und das hätten wir wegtun sollen und da steht es jetzt halt. Da waren 5000 Netz, also keine Schnurlosen. 3200 waren ungefähr 1000 mehr als letztes Jahr an Schnurloses. 120 Calls gleichzeitig und 30.000 Calls. And we had more than 300,000 calls in total. Wir hatten über 300.000 Anrufe und davon waren mehr als die Hälfte davon überdeckt selber. Es gab 5 Essensbesprechungen. There were an average of 42 eating meeting live viewers. Und da hatten wir 42 eating meeting viewer gehabt. 2 Lectures und 23 super fast charged, also die hyperschnellen aufladbaren Phones, könnt ihr auf der Website nochmal nachlesen. Wir können natürlich auch ein bisschen mit Statistik zeichnen und da gab es natürlich auch kleine Hoppalas. Da gab es eine DDoS-Attacke auf unser Account-System. Da hat einer 4000 Extensions ein bisschen getrollt und das hat das ordentlich ausgebremst und wir mussten die ausmerzen. Es hat eine Zeit lang gedauert. Ja, es ist zwar ein Hacker-Kongress, aber es ist trotzdem Arsch und bitte das nächste Mal einfach bitte nicht mehr. Also als Folge davon haben wir jetzt beschlossen, nur 50 Accounts pro 50 Extensions pro Account. Wenn ihr mehr braucht, bitte tretet in Kontakt mit uns. Wir brauchen auch eure Hilfe. Könnt ihr bitte eure Jedes Gerät hat eine Modellbezeichnung, eine Nummer intern und wir wollen wissen, welche Geräte welchen Adressbereich hat und wir wollen weitere Features hinzufügen. Und bitte hilft uns dabei, dass ihr euer Gerät, euer Modell antragt. Es ist anscheinend alles super geheim. Man findet zwar auf der Seite das bei Google und bitte tragt eure Version von eurem Geräte ein. Den Namen. Und das war's von uns. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht habt ihr ein paar Fragen für uns.
Irgendwelche Fragen fürs POC? Okay. So, someone's standing up. So, microphone number one, please. Mikrofon 1, bitte. Ja, vor ein paar Jahren wurde überdeckt Übersetzung gemacht. Ist die Kapazität ausreichend groß, um diese Gruppe auch mit überdeckt? Ja, das Problem ist, wir haben das System geändert und da geht das nicht mehr. Im alten Phone-System konnten wir das hinein auf einen Kanal legen und das neue System tut das nicht. Oder sagen wir so, es tut es bis jetzt noch nicht. Also wir versuchen, wir arbeiten dran, aber nein, im Moment nicht. Jetzt eine Frage von Mikrofon 3, weil wir müssen uns ein bisschen beeilen. Könnt ihr noch ein bisschen darüber erzählen, wie ihr mit der Mikrowelle supercharged? Applaus für die Frage. Ihr könnt... Komm doch zu unserem Desk und wir zeigen dir das. Großes Geheimnis. Ein großer Applaus für das Telephone Operation Center Bock. So, next team is from the GSM crew. Someone there? Jetzt von GSM-Gruppe, ist da jemand? Ja, wir haben zwei. Wir haben Chaospost, aber ihr müsst auch ein bisschen warten. Die GSM-Leute. Ich kenne Computer so halbwegs. Ja, super. 42, 23. Funktioniert's? 1, 2. Könnt ihr mich hören? Das ist äußerst. 1, 2. Versucht doch das Mikrofon. 423. Es ist relativ leise. Vielleicht müsst ihr einfach GSM benutzen. 23 Test. Was passiert? Hallo, ja, funktioniert's. Wie jedes Jahr haben wir unser eigenes Mobilfunknetzwerk auf dem Kongress. Und wir benutzen Osmocom Open Source Software für 2 und 3G und offenes 5GS mit, soweit es möglich ist. Und alles, was ihr machen müsst, ist eine SIM-Karte, die könnt ihr für vom POC für 5 Euro kaufen. Und für 5 Euro kriegt ihr eine Flatrate. Der Preis ist gestiegen, weil wir weniger SIM-Karten jedes Jahr verkaufen müssen. Wir müssen die immer wieder neue erstellen. Ich könnte sogar nach außen anrufen, wie mit dem Deck-Telefon. Ja, hallo. Ich bin Xis und wie jedes Jahr haben wir mit dem GSM-Team ein paar Probleme. Das erste ist die Lizenz, das ist der erste Schritt. Normalerweise, weil in Deutschland wir eine offizielle Erlaubnis haben, eine offizielle Lizenz haben, aber wo bekommt man, wonach kann man überhaupt bitten, für welche Frequenzen kann man denn bekommen? Das die WLAN und Dockt ist, man kann es einfach benutzen, alles in Ordnung, aber für GSM haben sie darüber noch nicht nachgedacht oder für 3G oder 4G und ja, dieses Jahr, normalerweise kriegen wir irgendwo die Lizenz Mitte vom Dezember, vielleicht Anfang Dezember und es ist alles ziemlich spät. Und dieses Jahr haben wir nicht alle Lizenzen bekommen, aber wir haben ein paar bekommen. Wir haben 850 MHz bekommen, die nicht in Europa benutzt wird, weil es in der Regel in den USA ausschließlich in den USA benutzt wird, aber es ist ein kleines Loch. Und dieses Mal haben wir die 4G-Lizenz bekommen, anstelle von einer 2G-Lizenz mit 10 MHz, die Telefonica uns zur Verfügung gestellt hat. Also vielen Dank, Telefonica, für dieses Spektrum. Und nur ein kleines Beispiel, wie dieses Spektrum aussieht. Das Gelbe ist das, was normalerweise irgendwo benutzt wird. Dieses Mikrofon könnte eventuell dieselbe Frequenz mit uns teilen, aber bis jetzt hatten wir überhaupt noch keine Interferenz gefunden mit dem Voice Operation Center, mit dem VOG. Da ist dieses Loch, was wir benutzen. Und weil wir die 2G-Lizenz dieses Jahr nicht bekommen haben, haben wir uns gedacht, lass uns mal schauen, vielleicht können wir die in dieselben Frequenz reindrücken und
nicht gut, aber man sieht die Spitze, die gute Antenne auf der rechten Seite, das ist das GSM. Das auf derselben Frequenz sendet, es funktioniert, weil sie unterschiedliche Encoding-Verfahren benutzen. Aber ich habe Leute gehört, die mehr darüber gehört haben, das ist nicht, wie man es benutzen sollte. Ja, wir haben ein paar Fotos von unseren Base Stations benutzt. Das ist die erneute Version von der 2G Base Station. Wir haben noch mehr Staub auf unserer 3G Femtocellen und die 4G Setups sieht wie ein kleiner Toaster aus. Sie nehmen 90 Watt Strom über PoE. Die haben spezielle PoE-Adapter, also Ethernet-Adapter. Vielleicht hat irgendeiner von euch einen ähnlichen Adapter, der uns ermöglicht, einen Toaster an der am Ethernet-Schnittstelle anzuschließen. Für das 4G-Setup hatten wir dieses Jahr, wir wussten noch nicht genau, ob es stabil genug ist oder ob wir alle Telefone zum LTE-Gehör verlieren und sie nicht zurückkommen und dass sie nie wieder ins 2- oder 3G-Setup zurückkommen, weil wir da Sprache haben. Und das heißt, man muss sich spezifisch auswählen, um das LTE-Netzwerk zu benutzen, aber es hat relativ gut funktioniert. Wenn man das wechselt, dann registriert das Telefon wieder und alles in Ordnung. Ja, zurück. Ausrollen. Wir hatten Voice an Tag 0, das war was Neues und ein paar Leute haben es sogar auf Mastodon bemerkt, da habe ich etwas gesehen und wir hatten LTE schon auf dem Camp, aber leider haben wir die Krypto-Passwörter verloren, das heißt, LTE-Rollout hat es ja ein bisschen länger gedauert. Na, und ein paar Zahlen. Insgesamt haben wir dieses Jahr 11.100 Leute, die ihr System-Update auf unserem System gemacht haben. 845 Event-Phone-Tokens wurden gewählt im GSM-Netz. Das ist 2G oder 3G. Und 200 Telefone waren aktiv im System zu allen Zeiten und obwohl wir nur 3G-Nano-Stations verteilt haben und nur 2G-Geräte hatten in der Glashalle, waren mehr als die Hälfte der Telefone auf 2G anstelle von 3G und ja, nur 2 im GSM-Room und es ist überraschend. Und SIM-Karten unten, wir haben 700 verkauft, aber von denen wurden nur die Hälfte aktiviert. Aber glücklicherweise, einige Leute bringen ihre alten SIM-Karten mit von vergangenen Jahren und es ist nicht so einfach, Karten hergestellt zu bekommen. Das heißt, es ist super, dass ihr alte SIM-Karten für an alten Events mitbringt. Vielleicht können wir sogar Kosten nur für SIM-Karten hinzufügen, die neu gekauft wurden. Das heißt, wenn ihr weiter gratis telefonieren wollt, bringt einfach eure alten SIM-Karten mit. Und ihr seht die Zahlen, ich werde sie nicht vorlesen. Ihr könnt auch die Admin-Keys für eure SIM-Karten bekommen, wenn ihr sie beschreiben wollt. Oder wenn ihr den Vortrag von LaForge gesehen habt, dann wollt ihr vielleicht mit den SIM-Karten spielen, die wir verteilen. Wir vergeben euch alle Keys, die ihr haben wollt, um damit spielen zu können. Reden wir ein bisschen über das Operation. Es war irgendwie alles leibend, außer die iPhones waren ein bisschen hoppala. Und das Data Service könnte auch, ja, Apple ist ein bisschen strenger und ist auch bei den Zertifikaten ein bisschen anzüglicher. SDSN im Switch, in den Radio Access Technology, das ist ein völlig neues Partie und dann noch ein paar Bugs drinnen. Da hatten wir hatten eindeutig mehr Tickets. Also die Erledigten sind bei uns links und das, was rechts ist, das steht noch an. Das sind noch ein paar Fantasie, aber eigentlich sind wir ganz gut unterwegs gewesen. Gut.
Wir hatten eine DDoS-Attacke bei Invalid Mobile Identity. Der Code war dasselbe wie vor 2 Jahren. Wir haben eine Invalid Mobile Identity und die hat das Mobile Switching Center aus Kraft gesetzt. Dankeschön, dass ihr das aufgezeigt habt, diesen Bug. Und danke an die Fixeria, die das am Tag 2 gefixt hat. Und seither ist es stabil. So ein bisschen Interferenz dabei. Wir haben ein paar alte Telefone ausgegraben. Wir konnten sie letztes Jahr nicht supporten, aber wenn sie die Frequenzen unterstützen, dann können wir das. Seit dem Camp haben wir auch einen Helpdesk über die Angels und es war ziemlich beeindruckend. Wir mussten deutliche Shifts einschieben, weil wir so viele motivierte Engel bekommen haben und es war sehr leibend und sehr klasse. Und wir bedanken uns bei allen für die Mitarbeit. Wir haben jetzt keine Zeit für Q&A. Einen großen Applaus, wir müssen weitermachen. So, da stehen noch ein Haufen Teams herum. Wir haben 8 oder 9 Teams. Hallo? Ah, das Mikrofonproblem. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Chaospost! Ja, die sind jetzt ganz wortlos. Ah, das ist eh kaputt. Also wir nehmen das mal weg. Ja, Entschuldigung. Ja. Wir hätten gern was ausgeliefert. Wir hatten einen großen Erfolg. Wir liefern at the speed of chaos, wie das unser Statement ist. Danke, die mitgemacht haben, an alle. Wir bedanken uns ganz toll und es hat super funktioniert. Ja, ihr liebt doch sicher Zahlen. Wir haben 3000 Postkarten. Also wir haben sie wir nennen das die Real World. Wir haben sie an über 42 Länder weltweit ausgeliefert. Ihr seid wirklich von überall. Wir haben keine genauen Zahlen. Wir schätzen 35.000 interne Postkarten. Ihr habt unser Online-Post-Office. Am Camp war es länger und ihr schreibt einen ganzen Haufen Postkarten. Wir waren noch, also 800 davon waren noch online in den Services. Wie ihr vielleicht vom Camp schon wisst, es gibt auch ein paar Special Services. Es gab einen Pre-Assembled-Test, da musste man nur ankreuzen, was man schreiben will. Und ein Einschreiben mit Rückschein. Wow, über die Chaospost. Wir haben noch ein neues Service angeboten. Gesungenes Telegramm in Deutsch. Für eine Forever Alone. Für Leute, die nicht wussten, wem sie schreiben sollten. Wir hatten vorbereitete mit Liebesbriefe, mit eigenem Parfum zur Auswahl. Wir hatten auch UV-Pens, damit wir unsichtbare Tinte, da konnten wir dann Geheimbotschaften schreiben. Und wir hatten 13 neue Postkartendesigns. Kurze Anmerkung für die Liebesbriefe. Das mit den Liebesbriefen war nicht so ganz ausgereift. Es war lustig. Aber wir hatten manchmal Mühe, sie aussortieren. Aber das Parfum war schon teilweise ganz heftig.
Und dann mussten wir uns ganz heftig die Hände waschen, weil... Auch sollte man die UV-Stifte nicht für die Adresse auch verwenden, weil die ist dann zwar sicher kryptografiert, aber leider nicht lesbar. Also, wir machen da jetzt nochmal zu. 130 Briefe an inhaftierte Kumpels und Kumpelinnen. Das ist etwas, was wir sehr leibend finden und was wir noch ausbauen möchten. Danke euch alle. Das war ein fantastischer Event und habt noch Spaß, bis es over ist. So, das nächste Team ist die VOG. The VOG. Wir haben nur noch 20 Minuten für alle Teams zusammen, also ihr wisst, was zu tun ist. Hallo zusammen. Wir haben jetzt nicht so viele Statistiken und Zahlen wie üblich, aber wir haben ein paar hübsche Geschichten, die wir erzählen können. Wir beeilen uns. Wir haben 10 Bühnen abgedeckt. Zusätzlich zu den 5 üblichen Bühnen hatten wir Streams vom Critical Distillation Cluster, Sendezentrum, Wikipacker WG, Open Infrastructure Orbit, Chaos West und in alles in allem haben wir 255 Stunden und 35 Minuten in Talks gesendet. Ihr wisst also, was ihr bis zum nächsten Kongress zu tun habt. Nicht immer alle mit dem richtigen Ton. And of course, sustainability was ja, Sustainability war ein ziemlich wichtiges Thema in diesem Kongress. Was wir also tun müssen bei Streams ist Re-Encoding, sodass man es mit dem VP5-Codec oder in niedriger Auflösung anschauen kann. Wir haben also unsere 4 Xeon-basierten Maschinen und 2 Desktop-Maschinen ersetzt. Und da wir jetzt hardwarebasiertes Encoding machen, können wir für alle 30 Re-Encoding-Keys benutzen wir also nur lediglich 45 Watt an Gesamtleistung. Ein weiteres Benefit davon ist, dass wir auch die Master-Slides mit dem Hardware-Encoder encodieren können. Und Hardware-Encoder sind in der Lage, ein höheres Profil zu nutzen dafür in Echtzeit, sodass ihr also jetzt da auch bessere Bildqualität bekommt. So, ein paar Sachen sind schiefgegangen. Also dieses Jahr haben wir gedacht, dass wir das Audio-Setup ein bisschen weniger komplex machen, hatten aber nichtsdestotrotz überall Brumm drauf. Wir haben also einige SDI-Lines mit Glasfaser ersetzt und dann ging der Brumm weg. Wir hatten kaputte Dante-Cards, nachdem wir sie rebootet haben, war dann das Auxiliary-Ausgang zu den Kameras stumm geschaltet. Und dementsprechend musste ein Talk wiederholt werden, aber ansonsten waren wir eigentlich ganz gut dabei. Wir haben festgestellt, dass 3 unserer Audio-Mixer einen kaputten Ausgang hatten, aber das zeigt, dass sie auf einem einen oder anderen Event im vergangenen Jahr verwendet wurden, was eigentlich ein ganz gutes Zeichen ist. Auf der Wikipacker-Bühne haben wir kein Ansible genutzt. Das war so ein bisschen ein Playground für uns. Aber wenn man das versucht, dann kommt man ganz gut an bestimmte Grenzfälle dran. Und das heißt, das klappt nicht so ganz. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ein Virtualisierungs-Host hat dann auf einmal angefangen, Memory zu leaken. Und das hat Probleme an einem der Abendstalks gemacht. Wir haben jetzt den Kernel abgedatet und hoffen jetzt, dass das hilft. Und Icecast ist uns auch einmal hat sie einmal aufgehängt.
Also einige Talks kann man leider nicht mehr angucken, weil der Festplattenplatz ausgegangen ist. Ihr könnt euch denn das, was es noch überlebt hat, auf mediaccc.de, der Rohschnitte sind schon da, ihr könnt die Rohschnitte schauen, ihr müsst jetzt nicht mehr durch alle durchklicken, es gibt eine Search-Funktion mit einer Liste und jetzt kommt die Mixer-Partie. 20 Sekunden habe ich noch, 19, 18. Jetzt heißt es VOC2Mix, also VOC2Mixer. Wir mussten da ein umbauen, haben einen zweiten Raum gebraucht und in der Nacht von Tag 0 auf Tag 1 haben wir haben beschlossen, dass wir komplett übergehen, weil die alte Lösung nicht mehr funktioniert hat. Es hat funktioniert. Neue Features. Hat ein völlig neues User Interface. Die Bilder bewegen sich plötzlich. Wir haben Insertion drinnen, damit wir Insertion, damit wir Text in ein Bild hineinstellen können. Und wir können jetzt Preview AV Sync. Ah, wir sind lippensynchron. Ein paar Mixer Angels haben ein paar Easter Eggs gefunden, eine Random Video Distortion. Das muss ich auch noch irgendwie basteln. Und die Party Mode. Und die klicken sich dann, ohne dass man irgendwas tut. Und es geht im Party-Mode und alles blinkt und hupt. Ist auch nicht so ganz, wie es sein soll. Das ist die Pipeline. Wir haben über 200 G-Streamer-Elemente, damit eure Bilder am Ende, die ihr am Schirm haben wollt, drauf habt mit dem richtigen Ton dazu. Es gab ein paar Probleme natürlich oder Themen. Gut, Kinder, lest das vor, ja. Lest euch das durch. Wir gehen die Zeit. Ja, schneller. Runter mit euch. Nein, es ist, die Zeit läuft uns davon. Etwas, was ich noch erwähnen will. Wir mussten einen feuchten Finger fix nach dem ersten Talk. Stats. Lest sie selber. Ihr braucht mich nicht dazu. Applaus für das. Und eine große Hand für das Video Operation Center. Danke. Dann nächste Herr, dieselbe da. So, als nächstes der Stage Manager und der Herold-Betreiber. Wir haben 36 Herolde. Wir alle sind schön und gut. Wir haben 70 Stage Manager und Supporter. Wir haben 150 Shows auf offiziellen Bühnen und ein paar bei den Assemblies zusätzlich. Wir hatten einen Vortragende, der Angst hatte, der sich darum kümmert, dass wir hatten 1000 Hosting Cards an Tag 1. Das heißt, eine großer Applaus für das Schock. Wir hatten einen Psychologen, der vor Bühnenangst geholfen hat. Dann kommt das C3 Power. Euer Ding. Ich heiße Arif Guy, ich bin vom Power Team und vom Radio Operation Center und wir machen den Strom. Wir haben 5 LKWs mit Zeug und wir haben viele Stromkisten überall, viele, viele Kabel und heute beim Abbau brauchen wir alle Hilfe, die wir bekommen können. Also ihr könnt uns nur an einem Tag alles zurückbringen. Wir hatten Power-Messgeräte, vielleicht habt ihr es auf dem Camp schon gesehen. Wir haben 2 schöne Setups. Links ist der Power-Faktor sehr schlecht und der andere war das Waffel-Operation-System. Die haben einen schönen Power-Faktor. Das heißt, bitte benutzt mehr Geräte wie Waffeleisen und Heizer, damit es Stromverbrauch besser, Strom besser wird. Jovolo Colo
könnt ihr auf der Webseite sehen. Wir haben einen Grafana-Link und auch einen Link zu dem Haupt-Grafana-Tool vom NOC, Network Operations Center. Außerdem haben wir noch die Lounge, hier haben wir noch einen Blick. Ich weiß nicht, inwieweit ihr das gestartet und ihr könnt sehen, dass der Strom bei allen Phasen angezeigt wird zum Audio und man kann das Audio von der Audio sehen. In den unterschiedlichen Phasen von dem Strom zur Leitung. Das ist sehr interessant, spannend. Ja. Können wir es noch wieder anhalten? Ah. Und das einzige. Benutzt mehr Bass für mehr Strom und später können wir eine andere Folie sehen. Können wir zurück zu den Folien? Und nächste Folie bitte. So, sogar das Radioteam hatte 120 tragbare Radios. Sie haben sie alle geupdatet. Das sind die tragbaren Radios, die zur Person-Person-Kommunikation. 50 haben ihre eigenen Radios mitgebracht. 5 Radios sind im Camp kaputt zurückgekommen. 2 sind auf dem 36 gestorben. 2 tote Repeater vom Camp und 2 haben wir aus Meet-Repeater und der Windows-PC ist auch kaputt angekommen. Also normaler Umgang. Alles in Ordnung. Bitte. So. Das nächste ist das C3-Untertitel-Team. Ist da jemand? C3-SUS. SOS. Bist du das? Ja. Oh, es tut mir leid. Oh, nee, wir sind Sustainability. Deine Bühne, los geht's. Hi, ich bin Amy, ich bin Teil des Sustainability-Team. Ich habe nur 4 Slides, wird ziemlich schnell sein. Das unser größtes Projekt war der Trinkwasserspender. So, wir wollten es aus der Leitung anstelle Einwegflaschen. Das heißt, man konnte seine eigenen Flaschen mitbringen, die nachfüllen. Es war recht schwierig in Laufen zu bringen, aber es gab relativ gutes Feedback dafür. Vielen Dank an denen, die uns geholfen haben, die zu organisieren. Bitte gebt ihnen eine große Runde Applaus. Vielen Dank. Nächste waren Tauschelektronikboxen, sodass also Leute ihre alten Geräte abgeben oder neu finden konnten. Wir hatten in Summe etwa 10 Boxen und entsprechenden Sticker-Stations gab es die. Also vielen Dank mit allen internen Assemblies, die geholfen haben. So, wir sind wirklich schnell. Den letzten, über den wir gehen wollten, gibt es Sorry für das schlechte Bild. Wir haben Biotonnen für alle in den entsprechenden Hallen. Es hat befriedigend funktioniert, es gibt aber einen gewissen Raum für Verbesserungen. Es gab außerdem eine Initiative, Zigarettenstummel zu recyceln. Wir hatten da 2 entsprechende Ashrays, aber ja, mehr war es nicht. Vielen Dank alle, die uns geholfen haben. Ja, ohne euch hätten wir das nicht hinbekommen. Leider ist C3 Sign nicht hier, also nur diese kurzen Bilder, während ich sie überspringe. Und dann geht es weiter zur C3 Assemblies. Nimm dieses Mikrofon, danke, schnell. Hallo, mein Name ist Pingu, ich bin hier für die Assemblies-Team und ich wollte gerade fragen, meldet euch mal. Wer hat seine Assembly immer noch nicht, an Tag nicht gefunden, an Tag 0 oder Tag 1? Okay, super, eine große Runde Applaus für C3 NAV, weil die haben uns sehr viel geholfen. Die C3 NAV hilft uns, weil wir ohne sie einfach nicht finden können. Es ist einfach unmöglich, dieses Event nur mit uns umzusetzen. Ein paar Zahlen, wir hatten 419 Assemblies und Cluster, die wir verteilen mussten in dem ganzen Bereich. Wir haben
2000 Quadratmeter, wir hatten 3000 Tische in 2500 in den Assembly-Bereich, wir hatten 6000 Stühle und die letzte, bitte, bitte eine große Runde Applaus für den C3 Möbelhaus oder IKEA, wie sie sich nennen. Weil das Möbelhaus die ganzen Tische in eine magische Nacht verteilt hat, an Tag -2 und sie werden wieder verschwinden mit der Hilfe vom C3 Möbelhaus heute. Und wir haben im letzten Assembly am Tag 0 um 22 Uhr verteilt. Und wir haben im Mid-Oktober angefangen mit täglichen Treffen, mit wöchentlichen Treffen und ja, also wie ihr sehen könnt, es war sehr viel Arbeit und ja, danke. Eine Sache noch für den Teardown. Bitte, bitte stapelt die Stühle bei eurer Assembly. Und lasst die alle Tische und alle Stühle bei der Assembly gestapelt. Vielen Dank. Applaus. Also, der nächste ist das C3 Lingo Team. Hallo. Hallo. Nice to see everyone in person. We are the translators. We are sitting back there in the cabin and we are talking all the time. And for some reason, I now have to translate into English. I'm sorry about that. So we translate all the talks from English into German and German into English. Oh, sorry. And, okay, so jetzt drehen wir wieder die Rollen zurück. Wir übersetzen alle Talks von Englisch nach Deutsch und Deutsch nach Englisch. In Summe etwa 15.000 Minuten in 7 verschiedenen Zielsprachen. Und hier ist jetzt aus dem Language-Team, der alle Sprachen außer Englisch und Deutsch übersetzt. Etwa ein Drittel aller Talks wurden auch nach Französisch übersetzt. Den Rest könnt ihr hier lesen. Wir haben einen weiteren, der gerade auf Schwäbisch übersetzt wird, in ADA. Das heißt, wenn ihr also zu einem Talk spricht, dann gab es eine Zweidrittelchance, dass sie nicht nur auf eine Sprache übersetzt wurde, sondern auch auf eine zweite Sprache. Französisch, Englisch, Spanisch, Russisch oder Polnisch. Also einen großen Applaus für das polnische Team, die das erste Mal dabei waren. Ein großes Dankeschön für die, die uns die Hustenbonbons gebracht haben. Das war ein absoluter Lebensretter. Vielen Dank, merci beaucoup. So, wir haben noch einige schwierige Sachen, die wir jetzt gerade machen müssen. Wir haben zum Glück jemanden, der sich mit Computern ein bisschen auskennt. So, C3, das Untertitelteam, jetzt aber wirklich. Yeah, my microphone. Allerdings ohne Mikrofon. Jetzt haben wir auch ein Mikrofon. So, vielen Dank. So, kurzer Blick into das Subtitle-Team. Was machen wir jetzt, wenn wir tatsächlich einen Talk untertiteln? So, wir nehmen also das Titel, Video vom Untertitelungsteam. So, also Speech Recognition, Spracherkennung funktioniert noch so gut, dass wir das damit machen können. Das müssen wir also selbst machen. Sobald wir also ein Transkript davon haben, dann haben wir ein Tool, was automatisch die Zeit aligniert, was üblicherweise ziemlich gut funktioniert. Wenn das soweit ist, dann haben wir funktionierende Untertitel. Dann geben wir sie aber nochmal zu Engeln, dass sie noch eine zweite Runde drüber gehen können und alles noch ändern, was noch geändert werden muss. Einer unserer Engel hat einen ziemlich guten Chart gemacht über diesen Prozess, den ihr ganz gut hier sehen könnt. Vielen Dank dafür. So, keine Präsentation ohne irgendeinen Graph. Wie üblich geht alles nach rechts oben. Hier ganz unten, das sind die Sekunden, die wir an Talks, die wir bereits komplett erledigt haben. Weil alle Tutorials schon vorher erledigt sind, haben wir da schon relativ viel zu Beginn.
in Orange dann Sachen, die angeguckt wurden, in Gelb Sachen, die getimed sind, aber noch nicht fertig, und das obere der Rest. In Summe hatten wir 144 verschiedene Engel, die daran gearbeitet haben. 71% von denen haben mindestens eine zweite Schicht gemacht, 10% sogar sieben oder mehr Schichten. In Summe haben wir also 433 Stunden gearbeitet für 126 Stunden Material. Alle diese Nummern sind mindestens so hoch wie letztes Jahr. So vielen, vielen Dank an alle, die geholfen haben. So, was können wir damit machen? Wir können zum Beispiel Word Clouds generieren. Also, was mögen Leute? Leute mögen Leute. Aber für mehr haben wir leider noch keine Zeit. Wie halten wir den Überblick von dem ganzen komplizierten Zeug? Wir haben einen entsprechenden NoSQL Data Store, also eine Reihe von Kärtchen an der Wand. Vielen, vielen Dank für eure harte Arbeit an die Engel und für alle, die uns geholfen haben. Wenn ihr euch langweilt zwischen den Kongressen, dann helft uns an ein paar Transkripten dafür. Die Slides werden online sein. Folgt uns auf Twitter. Vielen Dank. So, bitte jetzt euer Ding machen, das so schnell. So ein Schocklaus-Ding, das Ding und so weiter. Nimm deinen Laptop einfach mit. Also, das war das letzte. Ich schau noch mal, vielleicht finden wir das hier auch. Also, Marc kommt hier nicht, aber ich kenne jemanden, der es ist und jemand, der sich gut um uns alle kümmert, und einer meiner Highlights von jedem Kongress, bitte, kommt hier, das LOC, das Logistik Operation Center, sich um Zeug kümmert. Hallo, ich bin der Standhalter für LOC. Sie sind zu wichtig, sie packen gerade auf, also Dokumentation ist nicht so wichtig, LOC hat nichts wirklich, aber das Gesundheitsdepartement für Sicherheit und Safety, wir haben die Nachricht vom CERT, es gibt keine arbeitskorrelierten Krankheitsfälle. Ja, danke für Heaven, dass ihr eine Stadt gebaut habt, sicher und ordentlich, trotz des ganzen Chaos. Die Leute, die fahren, bitte macht sicher, dass die Drogen vorher ablaufen, dass ihr schlaft, und für alle Leute, die mitfahren, bitte passt auf, dass die Leute, die fahren, wach bleiben. Das wäre sehr hilfreich. Kommt heil nach Hause. Vielen Dank. So. Oh ja. Tut mir leid, dass das jetzt als paar Teams so sich beeindeln mussten, und tut mir auch sehr leid, dass wir überhaupt keine Zeit mehr übrig haben. Wir sind eine Minute zu spät, und ich habe der Tieron Crew versprochen, dass sie nicht länger da bleiben müssen. Also bitte eine große Runde Applaus für alle Teams. Applaudiert und tretet so laut wie ihr könnt. Alles. Sie haben das alles für uns gemacht. Das haben wir jetzt für Sie gemacht. Warum sitzt ihr noch? Aufstehen. Bitte. Vielen Dank vom Infrastructure Review. Tschüss. Und auch von uns, Franz T. und...